Moin moin meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, Fiedern ist heute das Thema, bis ins Dunkle hinein, und den schönen Alan, den wollte ich gleich überlisten. Zugegebenermaßen nicht ganz so schwer, man sieht sie ja auf Sicht. Einfach Wahnsinnsfisch, wird auch so um die 50 haben, wohlgenährt, richtig schön goldig dunkel. Toller Aaland, toller Start, ich wünsche euch viel Spaß. Richtig, richtig cool, Leute. Also ich bin richtig happy, dass das gleich am Anfang so geklappt hat. Entschuldigt die Brille. Normalerweise rede ich immer ohne Brille mit euch, aber es geht überhaupt gar nicht. Also es blendet so dermaßen und ich habe keine Lust, mir mein Augenlicht frühzeitig kaputt zu machen, nur weil man als Angler immer ohne Schutzbrille unterwegs ist. Und das solltet ihr auch nicht machen. Ihr solltet auch wirklich immer eine Sonnenbrille oder eine Poolbrille am Wasser tragen. Eure Augen werden es euch danken. Ja, was steht heute an? Heute bin ich natürlich wieder an eine Stelle gefahren, die ihr alle schon kennt, oder die meisten Zuschauer von euch. Hier hole ich mir immer mal gern Döbel oder ein Aaland weg. Letztes Mal ist mir hier ein schöner Schuppenkarpfen abgerissen. Und das war oder ist heute so ein bisschen das Ziel. Ich wollte bis in die Nacht hinein fiedern. Ich habe früher als junger Bub wirklich sehr viel in der Nacht gefiedert. Habe mir vorne mit Tesafilm damals einfach so ein Knicklicht in die Fiederspitze reingeklebt. Und es war einfach mega cool, wenn im Dunkeln einfach die Fiederrute schön gezittert hat. Es gab immer tolle Beifänge. Aal, kleine Welse, natürlich aber auch Karpfen, die gerade hier nachts am Fluss sehr aktiv sind. Das war einfach immer ein richtiges Highlight und ja, das habe ich heute natürlich vor. Wie ihr es unschwer erkennt habt wahrscheinlich eben, wir haben ziemlich Hochwasser. Das ist jetzt natürlich überhaupt nicht gut zum Fiedern. Ich bin natürlich mal wieder richtig unvorbereitet, einfach losgefahren auf blauen Dunst. Ja, muss ich mal schauen, ob ich das jetzt hier tatsächlich aussitze oder ob ich nochmal woanders hinfahre. Für Wels wäre das jetzt richtig, richtig gut bei hohem Wasser. Zum Fiedern eher weniger, weil einfach sehr viel Dreck im Wasser ist und einfach permanent irgendwas in meinem Vorfach hängt. Und es ist auch ziemlich zugewuchert hier alles, also ich werde wahrscheinlich eh noch mit einer Route fischen können. Also ich überlege es mir nochmal, ob wir nochmal einen Stellenwechsel machen. Das werdet ihr dann aber auch mitkriegen. Willkommen zurück. Ja, wie ihr seht, kein Fiedern mehr angesagt. Also ich habe mir tatsächlich die Stellen alle nochmal angeguckt, das konnte man total knicken. So ist es, wenn man auf blauen Dunst losfährt. Ja, jetzt natürlich ein Querbeet-Video. Hat nichts mehr mit Weißfisch oder Friedfisch zu tun. Ich bin jetzt nochmal zum Bach gefahren. Ihr werdet wahrscheinlich sagen, schon wieder Bach. Habt ihr die letzten drei Male auch schon gesehen, glaube ich, in den letzten zwei Monaten. Dazu erzähle ich dann aber auch gleich nochmal was. Aber ich hatte halt, wie gesagt, einfach Lust, nochmal zum Bach zu fahren. Dass wir jetzt einfach nochmal ein paar Bachforellen erwischen. Herrliches Wetter wieder. Mega warm, schwitze schon, nur vom Hergehen. Und ich denke, die Forellen werden mich nicht im Stich lassen. Drückt mir die Daumen, auf geht's. Oh, da war sie, die erste. Verdammt. Und die war gar nicht so verkehrt. Da ist er. Sehr schön. Und schon wieder ab. So, ich bilde mir ein, dass ich ziemlich viele Fehlbisse jetzt hatte. Beziehungsweise ich weiß ja, dass ich auch einige Fische verloren habe. Das liegt nicht am Einzelhaken. Ich fische jetzt hier mit dem Spinner auch mit dem Einzelhaken. Aber irgendwie haben sie letztes Mal beim Spinner ein bisschen besser gebissen, beziehungsweise haben sich selber gehakt. Also ich hatte kaum Aussteiger mit dem Spinner. Von daher, never change the running system. Musste natürlich jetzt nochmal einen Dreifachwirbel vormontieren. Kupfer geht immer. Und dann gucken wir mal, ob die Forellen jetzt besser kleben bleiben. Auf jeden Fall beißen heute ein bisschen die größeren. Das ist schon mal ganz nett. So, dann schauen wir mal, was der Spinner so macht. Also das Schöne ist, man lernt relativ schnell beim Bachforellenangeln. Ich stehe jetzt auch das dritte Mal erst im Bach. Aber hier sieht man es ganz gut bezüglich der Stellenwahl. Also hier bricht so ein bisschen die Strömung, weil überall Steine sind. Und dahinter sind wieder ruhige Bereiche. Zum Teil hier unter den Büschen ist so eine kleine Kehrströmung. Es ist ausgespült und da steht die Bachforelle, definitiv. Und dann gucken wir mal, ob es nicht nur in der Theorie klappt, sondern auch in der Praxis. Also meistens stehen sie hier direkt am ausgespülten Ufer. Und wenn sie Hunger haben, wenn irgendwas Glänzendes vorbeikommt, dann hauen sie eigentlich rauf. Also Bachforellen kann man echt extrem leicht überlisten. Da ist schon eine. Die gehen einfach auf alles rauf, was sich bewegt. Ja, das ist bislang die beste. Keine Riesenforelle. Aber das war ja fast klar. Ja, sehr schön. Also Leute, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis klappt es. Also man kann wirklich so ein Gewässer relativ schnell lesen. Ihr solltet das unbedingt mal ausprobieren. Na, oder das hier. Also hier auch, Strömung bricht. Hier hinter wird es gleich tief und ein bisschen ruhiger. Bäume, da suchen sie natürlich Deckung. Schauen wir mal, ob hier eine drunter steht.
Ja. Habt ihr das gesehen? Wahnsinn. Ja, Bremse muss ein bisschen straffer. Also ich verliere relativ viele, aber zu straff darf es auch einfach nicht sein. Aber richtig cool, dass das hier gleich klappt. Oder auch hier, ne? Also wieder alles wellig, alles flach. Mit der Polbrille siehst du jeden Stein. Und bei der Routenspitze da hinten, da sieht man schon wieder nicht mal den Grund. Schön ausgespülte Kurve. Das heißt, ich stelle mich mal hier hin. Und dann gucken wir mal, ob hier auch eine steht. Ist das herrlich. Alles schön zugewuchert am Rand. Richtig schön warm. Und dann stehst du hier mitten in so einem kleinen, klaren Bach. Also geiler kann man da schon fast gar nicht angeln. Ich weiß, die Fliegenfischer werden wieder schreiben, doch, mit der Fliegenroute. Mögt da alle recht haben. Ich werde es auch definitiv mal probieren. Aber da ist er. Mit der Spinnroute macht es halt auch einfach Spaß. Ne? Ach, wieder ausgestiegen. Also heute habe ich echt viele Aussteiger. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber das ist Angeln. Der Fisch kann auch ruhig mal gewinnen. Oh, da hat wieder einer raufgehackt. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, wie die Metzger hauen die darauf. Erbarmungslos. Aber man sieht wieder, hier stehen Fische. Also wie gesagt, man kann so ein Gewässer relativ schnell lesen. Jeder Anfänger sollte einfach mal losfahren. Sucht euch einen schönen Bach, meinetwegen im Harz. Da gibt es kaum einen Bach, wo gar keine Forellen drin sind. Also ihr müsst euch echt nur einen Bach raussuchen, wo man mit der Spinnrute auch angeln darf. Weil auf den meisten Strecken darfst du nur mit der Fliegenrute fischen. Ja, und dann ab ins Auto. Rute mit eingepackt. Schön kleine Spoonrute, Barschrute. Und dann geht das los. Ja, den Platz scheinen wir jetzt schon ausgefischt zu haben. Die Chance war da. Ihr habt es gesehen. Stehen wahrscheinlich ein bisschen eher alleine. Also im April standen sie echt im Trupp. Da konntest du an so einer Kurve wirklich 3, 4, 5 rauspflücken. Und jetzt sieht man es, oder ich merke es gerade, echt nur vereinzelt. Nochmal 2 Würfe und dann kann man schon weitergehen. Also auch bloß nicht zu viel Zeit investieren hier. Gibt genügend andere schöne Strecken und die guten kommen erst noch. Damit wir noch eine schöne große fangen. Drückt mir die Daumen. So, da ist eine etwas bessere, Leute. Sehr schön. Auch wieder ein wunderschönes Tier. Mega. Die ist auch nicht so verkehrt. Die wollen wir haben. Jawohl. Ja, bitte. Die kann sich doch schon so halbwegs sehen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr sie seht. Doch, sieht man ganz gut, ne? Auch wunderschön. Auch noch keine maßige, aber die wird schon so 30 haben. Richtig schöner Fisch, kommt natürlich schnell wieder zurück. Super. Zu meinem Gerät wollt ihr ja auch immer was wissen. Also meine Angelroute meine ich natürlich. Ich fische jetzt hier von Fishing Tackle Max die Viro Spoon 9. Ich habe hier eine ganz kleine 500er Sahara dran. Also was ganz einfach ist, ich glaube die Combo liegt bei 110, 120 Euro. Wirklich ganz simpel, eine einfache Spoonroute und ganz normal ein 4 Kilo Geflecht habe ich dran. Mit einem kleinen Vorfach selbst gebastelt. Das ist Mono, ein bisschen weicher als Fluorocarbon. Ja, das reicht hier völlig aus. Kleinen Spinner oder Wobbler vorgeschalten. Und ja, die Forellen schnappen sich sowieso alles, was sich bewegt. Von daher kann man fast jeden Köder durchziehen. Probiert es ruhig aus. Wenn ihr Bock habt, die Route verlinke ich euch nochmal in der Videobeschreibung. Könnt aber Angelshop Gerstner euch für 10% weniger besorgen. Ihr unterstützt ja damit immer unseren YouTube-Kanal. Unterstützt natürlich auch Angelshop Gerstner, ein kleiner, feiner Laden mit ganz netten Leuten. Und ja, wenn ihr Bock habt, ich verlinke hier nochmal den Link und dann könnt ihr, wie gesagt, die 10% gerne mitnehmen und ein bisschen Geld sparen. Man muss aber auch dazu sagen, man fängt mit allem. Also ich mag das ja immer nicht, so gewisse Marken zu nennen oder auch nur mit der Route könnt ihr was fangen. Ihr fangt eigentlich mit allem, egal welche Marke dahinter steht. Und natürlich könnt ihr auch woanders eure Sachen bestellen. Gar kein Problem. Ja, anfangs sagte ich ja schon wieder Bach, da wollte ich ja noch was zu sagen. Ja, momentan können wir und wollen wir gar nicht so für Abwechslung sorgen. Ich weiß, dass es viele YouTube-Kanäle gibt, die jede Woche woanders rumtouren, noch mehr Auto fahren als wir tatsächlich. Aber das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen so ein bisschen in der Region bleiben, wir wollen unsere Region zeigen. Wir wollen euch das Angeln vermitteln, so wie Angeln nun mal ist.
Wir müssen nicht jedes Mal in die Niederlanden fahren, um nur da 50er Barsche wegzupflücken. Wir freuen uns auch über 30er Kanalbarsche oder mal einen 70er Hecht bei uns in der Leine oder in der Aller. Ja, deswegen haben wir den YouTube-Kanal gegründet. Wir wollten unsere Heimat repräsentieren und ja, nicht überall rumreisen und woanders hinfahren. Natürlich sind wir auch immer woanders unterwegs. Ihr seht ja, wir sind sehr, sehr viel im Auto und besuchen auch andere Teams. Das macht uns auch Spaß. Wenn es aber mal nicht ist, ja, dann ist es halt nun mal so. Und deswegen bin ich jetzt zum dritten Mal jetzt hier an dem Bach, weil ich einfach Lust darauf hatte. Also ich hatte jetzt Lust, 1,5 Stunden zu fahren, ein paar Bachforellen zu fangen. Und ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem so ein bisschen Freude an dem Video. Auch wenn das jetzt alles so ein bisschen querbeet ist und es eigentlich mit Fiedern beginnen sollte, endet es jetzt hier halt einfach nur mal im Bach. In einem unserer letzten Videos, da ging es tatsächlich um den Stör. Ja, fleißige Zuschauer oder diejenigen von euch, die aufgepasst haben, haben natürlich herausgehört, weil ich es auch mehrmals gesagt habe, dass ich für mich meinen ersten Stör im Leben fangen möchte. Es gab so viele, was heißt negative Kommentare, es gab, eigentlich gibt es durchweg immer gute, positive Kommentare von euch, ich freue mich da auch immer richtig drüber, Flo auch. In dem Video waren es jetzt mal viele negative, ja gar nicht mal so schlimme, aber immer so dieses, ihr angelt im Forellenpuff, könnt ihr ja auch im Aquarium angeln beim nächsten Mal, da fangt ihr ja noch leichter Fisch. Also so viele doofe Kommentare, wo ich mir so dachte, habt ihr überhaupt ein bisschen zugehört? Den Stör kann ich halt nun mal nicht in einem freien Gewässer fangen, würde ich natürlich liebend gerne machen, weil er geschützt ist und weil er da auch gar nicht so ja, präsent rumschwimmt. Das heißt, ich musste halt einfach mal in eine Zuchtanlage fahren, um einfach ja, meinen ersten Stör zu überlisten. Nur darum ging es. Ich bin auch kein großer Sympathisant von Forellenseen, aber nicht, weil ich das negativ verurteile, weil ich da einfach gar nicht so die Lust drauf habe. Also ich angle auch wirklich lieber gerne in der Natur. 2-3 Mal im Jahr fahre auch ich in einen Forellensee, um mir persönlich den Räucheraufen zu füllen und natürlich auch die Schonzeit so ein bisschen zu überbrücken. Auch wenn ihr natürlich keine Fans seid von Forellenanlagen, muss man doch nicht so blöde Sachen schreiben wie, ja, ihr fahrt schon wieder in den Forellenpuff oder die Puffangler sind ja eh ein ganz anderes Volk unter sich. Ich habe einige gelöscht, nicht weil ich keine Kritik ab kann. Ich freue mich sogar über negative Kritik, wenn sie konstruktiv ist. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe da gar kein Problem mit. Aber die Forellenangler, die gehen auf das Video, lesen das unten, was da reingeschrieben wird und haben noch mehr Hass auf die Hechtangler, auf die Karpfenangler und umgekehrt die anderen wieder auf die anderen. Also irgendwo angeln wir doch alle am Ende mit einer Angelrute, mit einer Rolle und mit Schnur. Und was da unten für eine Montage dranhängt oder auf welche Zielfischart es geht, das ist doch wirklich scheißegal, Leute. Also muss man da wirklich mal so sagen, hört auf, euch immer anzufeinden, immer dieses... die blöden Karpfenangler, die blöden Forellenangler, die blöden Hechtangler, die blöden Rotaugenangler, was weiß ich. Lasst doch jeden angeln, worauf er Bock hat und freut euch, dass es Forellenanlagen gibt. Für Einsteiger optimal zum Lernen. Und wenn wir keine Forellenteiche hätten, dann wären die ganzen Leute tatsächlich auch noch an den Gewässern, wo eh schon viel Angeldruck herrscht. Und da meckert er ja auch tatsächlich immer oder viele von euch. Die meisten von euch brauchen sich gar nicht angesprochen fühlen. Ich weiß, dass viele so denken wie wir, aber es gibt echt immer schwarze Schafe, die ihren blöden Senf dazugeben müssen und einfach nur noch für Unruhe in der Szene sorgen, muss einfach überhaupt nicht sein. Von daher, genug gequatscht. Ich weiß, viele kritisieren immer, dass ich sehr viel quatsche, aber das gehört halt einfach mal dazu. Wir sind kein Werbekanal, der einen Köder vorstellt, wo es dann wirklich nur um 3,50er Barsche geht, wie toll der Köder ist. Nein, wir sind auch irgendwo ein Unterhaltungskanal, ähnlich wie Benny angelt. Und ich denke, das mögen auch die meisten von euch und so machen wir auch weiter. Und da gehört auch mal ein bisschen Quatschen dazu, meine Lieben. Ja, ich denke, genug dazu gesagt. Bleibt alles schön artig, vertragt euch, meine Lieben. Und wenn ihr diesen Kanal hier nicht mögt, dann schaltet ab, abonniert den Kanal bloß gar nicht. Und alle anderen, die Spaß daran haben, dass wir in der Region angeln, auch mal kleine Fische fangen und sich damit auch identifizieren können, ihr seid herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank. So, jetzt muss ich nochmal einen Schluck trinken. Jetzt habe ich schon wieder einen Pappmaul. Und dann geht's weiter auf Forellen. So, Kupfer hat ausgedient. Jetzt mache ich mir hier nochmal einen schönen silbernen ran. Die Haken, die da dran sind, die sind echt rotze, muss man wirklich mal so sagen. Aber das Schöne ist, man kann die hier so aufmachen. Und dann nehme ich mir jetzt hier nochmal so einen Einzelhaken, hier von FTM. Die sind richtig schön sauscharf. Deswegen übernehme ich jetzt auch den vom alten Köder. Na, so. Und dann kommt er jetzt hier einmal ran. Na. So.
wichtig, immer schön wieder reindrücken. So. Und jetzt habt ihr einen richtig sauscharfen Haken unten dran, dünnschenklig, auch immer ganz wichtig. Und vor allem dreht er jetzt wahrscheinlich noch mal besser. Der Alter hat jetzt echt ausgedient, der läuft auch nicht mehr so sauber. Machen wir noch mal Silber ran. Hier unter dem Baum, da steht garantiert eine. Ich komme da nur nicht so rummanövriert. Ich habe so einen leichten Linksfall. Aber wir gucken mal, ein bisschen anschleichen. Und dann ziehen wir den mal genau drunter lang. Oh, braucht man noch nicht mal. Weil hier vorne ist eine. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, ist okay. Auch absolute Schönheit, ne? Makellos. Na, das Ding ist ja mal überhaupt gar nicht gruselig, Leute, ne? Also, entweder ziemlich gestörte Kiddies. Ja, oder da hing einer, aber das hoffen wir mal nicht, ne? Vertragt euch draußen, bleibt artig, bleibt sauber, bleibt catch and clean und habt viel Freude am Wasser. Ja, wenn ihr Lust habt, dann natürlich den Kanal abonnieren und nächste Woche wieder dabei sein, würde mich sehr freuen. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber mein ganzes Waller-Equipment kam jetzt an. Mein Ziel ist es, meinen ersten richtig großen Waller zu fangen, also bis zu 80, 90 cm habe ich auch schon ein paar Mal beim Aalangeln welche gefangen. Mein Ziel ist dann jetzt mal so 1,30 m plus. Also gezielt auf Waller, drückt mir die Daumen, ich werde mehrere Wochen losgehen an verschiedenen Gewässern. Und vielleicht klappt es ja mal mit meinem ersten Waller. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.